So, jetzt schauen wir aber erst nochmal zum Simon. Der ist nämlich mit der Mannschaft unterwegs, sitzt im Auto und verfolgt den Teambus hautnah. Schauen wir mal, wie es bei Simon aussieht. Ja, bestens. Also wenn man so eine Begleitung hat, dann ist es ja auch gar keine Frage, dass man bestens durchkommt. Ich zeige euch gerne mal das Bild vorne raus. Also dann seht ihr auch ganz genau, wo wir unterwegs sind. Ich versuche mich zurückzuerinnern an das Jahr 2018, weil ich damals diesen Empfang auch kommentieren durfte. Ich kann mich nicht erinnern, dass an dieser Stelle schon so viele Fans standen. Wir nähern uns im weitesten Sinne in ganz großen Schritten. Also wir sind tatsächlich sehr, sehr zügig unterwegs, haben natürlich immer wieder die Aufmerksamkeit auf unserer Seite. Was geht denn in dir vor, wenn du das hier siehst? Einfach geil. Wer heute kein Eintracht-Fan ist, hat was verpasst. Ist überragend. Unglaublich. Das verstehe ich, dass man da mal das Handy zückt und sich sagt, ey, das muss ich aufheben, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht, was hier los ist. Der Teambus in Begleitung eines wunderschönen Audis übrigens, der sonderfolierte Champions League Audi. Also das gibt ein sehr, sehr schönes Bild ab. Und wenn ich so die Umgebung gesehen habe, dann wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Team hier vor Ort ist. Dass wir als Menschen zusammenstehen und gemeinsam was erreichen können. Ich glaube, das haben wir gezeigt, als Kleiner die Großen zu schlagen, weil wir alle zusammengehalten haben. Das hat es heute gezeigt. Schön langsam in die Maximilianstraße Richtung Opernplatz, links weg vom Opernplatz. Und dann ist da auch schon das Rathaus. So, jetzt geht's links in die Maximilian. Ich riech schon, ich höre sie schon, ich fühle schon. Das ist doch völlig abnormal, oder? Das ist krank, das ist krank. Ich hab's mir nicht mal vorstellen können, dass sowas möglich ist. Das ist einfach nur magisch. Aber die auch ein bisschen Gänsehaut bekommen ist bei diesen Bildern. Da schaut mal, da ist der Bus. Der ist gar nicht mehr weit entfernt. Ich glaube tatsächlich, dass sie direkt um die Ecke sind. Das ist also nochmal die Perspektive. Das ist der Hammer. Das ist einfach Wahnsinn. Mir fällt dazu nichts anderes momentan mal ein. Und ich lasse es einfach nochmal so stehen. Das sind ungesehene Bilder. Das toppt 2018. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Bus gerade auch ganz lustig ist. Jetzt wird erstmal die Musik leiser gemacht. So viel Liebe für diese Stadt und den Verein, oder? Was zeichnet Eintracht einfach aus? Habt ihr überhaupt so viel Bier im Wagen? Ja, wir müssen noch eine zweite Ladung holen. Die erste Kiste ist leer. Weil wir fahren doch schon seit 1,5 Stunden und ich bin im Auto. Stefan, ja. Der Inti hat gesagt, das Bier ist leer. Gab's Nachschub? Viel haben wir nimmer. Wir haben viel an die Jungs und Mädels von der Eintracht vergeben. Unglaubliche Fans. Unglaublich, was hier abgeht. Wir sind tatsächlich sehr, sehr zügig unterwegs, haben natürlich immer wieder die Aufmerksamkeit auf unserer Seite, vollkommen klar. Ihr habt ja die Bilder auch aus unserem Auto hinten raus gesehen. Also wir sind nicht zu übersehen mit der Polizeibegleitung, dann eben auch dem Bus der Bayern. Es gab ein paar Fans auf dem Weg. Du schüttelst hier mehrfach heute mit dem Kopf, weil das, glaube ich, alle Vorstellungen übersteigt, oder? Ja, ich bin jetzt 50 Jahre dabei, aber was hier abläuft, das ist wirklich, das sprengt alle Grenzen. Also das ist schon einzigartig, auch diese Fankultur, was wir einfach haben. Wir sind, wie gesagt, schon relativ nah, auch sehr, sehr gut im Zeitplan, so wie ich das sehe. Ich hoffe, dass wir bis Mitternacht in irgendeiner Form da am Römer sind. Ich kann es mir im Moment gar nicht vorstellen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass wir da hier ankommen. Guck sie dir ja an. Ihr seht, wir sind ganz nah bei euch und freuen uns dann gleich da zu sein. Und auch die Spieler freuen sich, glaube ich, riesig, endlich wieder mit den Fans feiern zu können. Gleich ist es soweit. Wie hieß es früher immer so schön, alle weiteren Sendungen verschieben sich auf eher unbestimmte Zeit, bis die Party zu Ende ist, bis sie oben standen. Natürlich bleiben wir für sie da. So, jetzt sind sie tatsächlich gleich da, direkt vor dem Rathaus. Ihr habt es gesehen, die Mannschaft ist hier. Die Spannung steigt. Der Marienplatz tobt.
Es kommt Unruhe rein. Und zwar so eine gespannte, freudige Unruhe. Die Fans spüren. Die Mannschaft hat es nicht mehr weit. Und das spüren sie ja auch zu Hause an ihren Bildschirmen. Total ausgelassen, total fröhlich. Es ist einfach grandios. Es ist toll. Wake me up. Aber wir wollen nicht aufwachen. Hier ist mit der Meisterschale aus diesem Jahr. Hier ist unser Kapitän. Hier ist die Nummer 1. Hier ist Manuel Neuer.